Moin Moin und Hände hoch, hier kommt die Rowa MG10 in der Hulk Edition. Auf Amazon gibt es wirklich sehr viele Massagepistolen, guckt euch deswegen ganz genau die Bewertung an, da sind einige Eier unterwegs. Die Rowa MG10, da scheint wirklich alles zu passen und ich würde sagen, wir starten den Test hier auf Onkel Kramer. Ja, schön natürlich, dass du eingeschaltet hast. Das ist das grüne Monster zum Massieren 100%. Ich habe schon viele gehabt, die mir zugeschickt worden sind, die schon am Anfang gar nicht funktionierten. Probleme mit den Akkus und so weiter. Deswegen schaue zuerst einmal nach der Rezension, wenn du dir sowas anschaffst. Geil sind die Dinger, gar keine Frage. Es gibt die in Mittel, in Mini und in Groß. Das ist jetzt hier die mittlere Größe. Gefällt mir persönlich mit am besten, weil man das Ganze ja auch halten muss, das Gewicht. Das sind jetzt hier in diesem Fall 700 Gramm. Hier kann man jetzt die verschiedenen Aufsätze hier, die werden einfach reingedrückt, raufsetzen. Und vier Stück sind insgesamt dabei. Einmal dieser Knubbel, dann dieser Pömpel, nenne ich mal. Dann hier dieser, das könnte so eine IKEA-Küchenschublade sein. Und dann noch einmal diesen Elektroschocker. Ich persönlich finde diesen Ball am besten, weil er hier nochmal nachgibt. Weil er sitzt wirklich ganz schön viel Bums hinter. Und zwar in drei Stufen. Aber was ich schön finde, dass es nicht laut ist. Vor allem, man will es entspannen und dann ist es laut wie Sau. Das geht gar nicht. Was ich auch gut finde, dass man hier so an den ganzen Körper eigentlich auch noch selber ankommt und sich so überall massieren kann. Hier sehen wir einmal, welche Stufe wir sind. Das ist jetzt die höchste. Und unten sehen wir einmal unseren Akkuzustand. Leuchten 1, 2, 3 Punkte insgesamt. Kommt ihr mit so einem Akku 4 bis 12 Stunden hin. Es kommt immer darauf an, wie warm es ist und vor allen Dingen, welche Stufe ihr eingeschaltet habt. Ganz klar. Der Hersteller sagt, das ist Anti-Schweiß-Material. Ich würde sagen, das ist einfach so Softlack, also weicher, harter Gummi. Sehr schön, also kann man auch fallen lassen. Fühlt sich gut an, also nicht schlecht. Ist so, dass es auf jeden Fall auch Schweiß rauf kann, ohne dass das Gerät gleich sich selbst zerlegt oder mal ein bisschen Öl hierhin. Ist nicht ganz so wild. Im Koffer selbst ist wirklich alles sehr aufgeräumt. Hier ist auch das Ladegerät mit dabei. Moderner USB Typ C. So wird geladen. Vorsichtig, nicht laden und massieren gleichzeitig. Das tut dem Akku nicht gut und schadet dem Gerät. Das ist auch nichts für Kinderhände. Geht da wirklich vorsichtig mit um. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie viel Power dahinter sitzt. Also wer ein schönes Massagegerät sucht, was auch gut funktioniert und vielleicht seine Frau oder seinen Mann überraschen möchte, der ist auf jeden Fall mit der Rowa-Pistole gut dabei. Schön wie gesagt, wir haben ein nicht zu kleines und nicht zu großes Gerät, womit man gut handeln kann, wo man sich selbst überall gut erreichen kann. Einen guten Koffer, mit dem alles aufgeräumt ist, einer deutschen Anleitung. Und von daher gibt es von mir 5 von 5 möglichen Punkten. Einmal für die Firma Rowa. Finden kannst du das Ganze auf Amazon. Den Link habe ich euch unter dem Video in die Infobox reingepackt oder eben in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn es heißt Videocheck mit eurem Paul Kramer, der dann schön entspannt ist und Videos macht.